Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Juni hier und herzlich willkommen zur 13. Folge der Serie Auf Rille zum Titel. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es mal wieder ein entspanntes Night Let's Play. Es ist mitten in der Nacht, es ist Wochenende. Zieht euch das Video rein, wann ihr wollt, am besten abends, schön gechillt auf dem Sofa, mit einem heißen Kakao, mit Popcorn, mit Chips. Okay, reicht jetzt aber auch. Ja, Leute, heute geht es weiter. Wir haben letzte Folge, die vorgestern gekommen ist, gegen den japanischen Michael Jackson Nakamura gekämpft, hieß er, glaube ich. Und hier könnt ihr sehen, Kapitel 7, die Kuppel. Ich habe auf jeden Fall El Rille ein paar Attribute beim Spielerbaum dazu hinzugefügt. Das wolltet ihr nicht immer sehen, wie ich da die Sachen aufwerte und sowas. Ich habe da schon ein paar Sachen gemacht, die hilfreich sein könnten. Zum Beispiel die Ausdauer und so habe ich verbessert und so weiter. Und ja, dann haben ein paar noch gesagt, dass die Karriere auf jeden Fall noch ein bisschen lange gehen wird. Also sie wird, wir haben gerade, sage ich mal, die Hälfte erreicht. Das heißt, es wird 26 Folgen ungefähr geben. Und ich werde die Folgen ungefähr auch so in dieser Länge halten. Immer so zwischen 20 bis 30 Minuten. Denn ich möchte WWE wirklich dieses Jahr komplett noch durchziehen. Also es soll bis Januar noch kommen. Das würde mich mega freuen, weil ich will nicht, dass WWE schon in 2 Wochen vorbei ist. Alter. Ich will einfach, dass WWE auch über Weihnachten läuft. Dann können wir wie damals wieder El Rille diese Weihnachtsmütze und sowas geben. Und ja, was wollte ich noch sagen? Genau, dann haben ein paar noch gesagt, ey, ja, nee, du hast ja dieses unendliche Reversal aktiviert. Wie wär's dann, wenn du die Schwierigkeit mal auf legendär hochstellst und nicht auf schwer? Okay, Leute, ihr wisst, ich bin einer, der nimmt gerne Herausforderungen an. Wir werden es versuchen, die Schwierigkeit von schwer auf legendär hochzustellen. Und jetzt gucken wir erstmal, was passieren wird nach dem Kampf gegen Nakamura. Wir haben ja auch unseren Titel verloren, aber ja, jetzt geht's los, Alter. Ich bin gespannt. Lasst schon mal jetzt einen Daumen nach oben. Wer jetzt nicht liked, dreh ich durch, Alter. 1, 2, 3... Daumen ist da und bereit. Ja. Jeder bis zähle mit der Jatana. Jeder mit der Jida. Deus Breyer. Jeder bis zähle mit der Jatana. Der nächste Tag. Mal gucken, was uns erwarten wird am Tag darauf, nach dem Kampf gegen Nakamura. El Rille. Oh. Hey, go get your wrestling gear on. Why? I thought I didn't have a match tonight on the network special. After what I saw you do against Cole Quinn and then Shinsuke, you do now. I'm changing the scheduled AJ Styles versus Nakamura match to a triple threat. Was? And you're the third participant. So I get to wrestle at the Dome? On the network special? Oh my god. Tonight? Yes, but not if you don't get ready, so go. Now, go! Was das denn, Alter? Bruder, wir haben keine Anime-Woche, wer ist ja richtig motiviert? Habt ihr die gesehen mit diesem Kostüm? Ah, Bruder, was ist los mit dir? So, also richtig geil, Mann. Wir sind mal ein Triple Threat dabei gegen AJ Styles und wieder gegen Nakamura bei dem Network-Ding da, Alter. Krank. Wir gucken mal jetzt hier, was die alle zu sagen haben. Erstmal Daniel Bryan. Opportunity like this doesn't come around very often. Not only because of where we are, but because of the circumstances. Triple H isn't here to try and hold you down. Owens and Zayn can't interfere. You control your destiny tonight. It's your chance to show the world, ja, live on the WWE Network that you belong in the main event picture on SmackDown. Dass du in den Hauptkampf von SmackDown gehörst, Digga, Alter. Uns wurde der Titel einfach ausgeraubt, den holen wir uns zurück. Ey, diese Story ist so geil, Mann, ohne Witz. Ich hätte das niemals erwartet, ich schwöre es euch. Bei allem, was mir heilig ist, ne? Ich habe gedacht, das wird wieder eine Karriere, die ist in Ordnung. Man muss viel laufen, kaum Filmsequenzen. Nach jedem Kampf ist hier eine Filmsequenz. Spannung, man weiß nicht, was passiert. Digga, wirklich, 2K, wenn ihr das seht, Hut ab, Alter. Ihr könnt mich mal gerne auch einladen auf ein paar Events. Geht so. Danke, dass du mir diese Chance gibst. Das machen wir auf jeden Fall, Alter. Das machen wir auf jeden Fall. So, mal gucken, was AJ Styles zu sagen. Und mit dem will ich auf jeden Fall auch nochmal ein Wörtchen hier reden. So, AJ Styles, mein Lieber. Was hat er zu sagen? Bestimmt wieder ein bisschen angehen. I'm not gonna lie. I'm a little disappointed that my big singles match with Shinsuke Nakamura has now changed to a triple threat match with a rookie. Bruder, mach erstmal deine Haarrasur da. Was ist das an deinem Bauch? Ist das ein Wegweiser zu deinem Bauchnabel oder was? Das schwarze Loch? Ja, Bruder, ich zeig dir gleich mal ein ganz anderes schwarzes Loch und dann wirst du sehen, was ich meine, ne? Was ist los mit dem da, mit seinem Wegweiser da, Alter? Tja, so richtig enttäuscht wirst du erst sein, wenn du gegen diesen Neuling verlierst. Ja, Mann. Are you crazy? I may be from Georgia, but the legend of AJ Styles was born in the Dome. So there's no way I'm gonna be upstaged by you or Nakamura. Oh, and don't forget, you still need to buy everyone dinner. Ja, Bruder, wenn ich diesen Kampf gewinne, dann bringe ich dir ein schönes, fettes Steak. Aber das kannst du dann leider nicht essen, weil ich dir alle Zähne rausgeboxt habe. Tut mir leid, AJ Styles. Dann kann ich dir leider nur eine schöne Hühnersuppe anbieten. Aber ja, machen wir uns nichts draus, ne?
Vielleicht heute Abend nach der Show, dann können wir gleich meinen Sieg feiern. Ja, man erinnert die richtigen Sprüche parat, Alter. So muss das sein. So, jetzt noch Nakamura. Ich will gar nicht wissen, was der sagt. Jetzt kommt wieder Michael Jackson. Der Billy Jean ist. Bruder, gleich macht der Moonwalk und verschwindet in die Türe da. Ich kenne den. If you didn't understand last night, I'll say it again. Tonight. Need to face. Vielleicht ist das doch irgendeine Dings, eine Andeutung, dass uns irgendjemand ein Knie in die Fresse hauen wird. Aber Leute, seid mal ehrlich, wie würdet ihr euch kaputt lachen, wenn auf einmal, also es ist ja immer auf Englisch, ne, mit dem Untertitel, aber auf einmal hört man dem im Hintergrund reden. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ein Lachkick, Alter, ich schwör's dir. Aber auf jeden Fall, wir sind jetzt ready und gehen zum Match, Alter. El Rille, Triple Threat, let's go! So Leute, Triple Threat, El Rille, WWE Networks, seid ihr ready? Mitten in der Nacht und da ist endlich unser Feuerwerk, was ich euch schon so lange versprochen habe, die letzten Folgen. Das ist es, da ist mein Feuerwerk, Alter. Boom, so muss es sein, Mann. Das hab ich gemacht, den grünen Feuer. Das grüne Feuer im Hintergrund, Hulk für Hulk. Bruder, ich dreh durch, Alter, genau so wollte ich das. Und dann im Hintergrund, hört mal. Maschinengewehr. So muss es sein, Alter. Und jetzt geht's in den Ring. Okay, Leute, are you ready? Triple Threat, let's go. Bringe Nakamura im Ring in den roten Bereich. Eieieiei. Alter, wie geil. WWE Networks, ey. Heftige Scheiße. Das sieht schon viel geiler aus hier, der Ring, als wir da in dem anderen da gekämpft haben, ey. Nicht unprofessional. So, kriegt er noch Knie in seinen Rücken? Hier, Bruder. Knie und Tritt in seinen Rücken. Hier, Nakamura. Boah. Junge, es kommt ja auch jetzt bald ein König der Löwen-Film raus in Real Life, Leute. Das wird so geil. König der Löwen war so meine Kindheit, ey. Ohne Witz. Ja, Bruder. Okay. Okay. Also der AJ Styles, der dachte sich, ey, El Rille, der ist ja bestimmt ein Neuling. Ja, der wird easy zu besiegen sein. Ja, Freunde, ich habe aber wirklich, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ich habe keinen Cut dazwischen gehauen. Ich habe auch wirklich nicht die Schwierigkeit leider hochgestellt. Ich habe es voll vergessen. Ich war gerade so in meinem Element wie Avatar. Deshalb konnte ich das leider nicht ändern. Lass ihn erstmal kämpfen. Bam, Junge. Es geht hier darum, wer zuerst in einen Pin fällt. Aber das kriegen wir hin. Arschbombe wie Kehrtisch. Er merkt, El Rille ist beweglicher geworden. Er ist beweglicher geworden. Komm, Nakamura. Oha. Ja, Bruder. Hier, tschüss. Komm, ich will, dass El Rille auf den drauf springt. Mann, wie geht das? Ich brauche so einen Move, dass ich da auf den drauf springen kann. Egal, guck mal jetzt, was jetzt kommt, Freunde. Uff, er springt da direkt hoch. Und jetzt, Motherfucker. Psch. Alter, was war das denn für ein Move? Ey, AJ Styles. Oha, da gibt es einen Roundhouse-Schlag. Hier, Bruder, lauf mal gegen die Türe, Alter. Da flieg erst mal hin. Ja, du kriegst auch mal einen Tritt in deine Fresse. Oha, Nakamura. Ach, scheiße, Mann. Ich denke mal, ich schaff das schneller als die. Oh. Aber ihr habt schon recht, Freunde. Mit diesem unendlichen Kontern haben wir schon echt einen riesen Vorteil. Denn, guck mal, jetzt hier einfach schnell aufstehen. Special. Zack, da. Nakamura kriegt erst mal einen Tritt in den Rücken. Boah. Alter, hat der gesessen. AJ Styles, was willst du, hä? Hier, Bruder, hier. Oha, der schmeißt uns einfach weg. Was erlaubt er sich? Ja, Freunde, ein paar haben geschrieben, ey, nee, mach doch mal wie bei den alten WWE-Folgen, dass du da ein bisschen so Real Talk laberst, über irgendwelche Themen redest. Ja, das kann ich gerne machen, Freunde, aber ich muss dann wirklich sagen, ich bin dann nicht zu 100% konzentriert, wie ich das jetzt bin, wenn ich mich voll auf den Kampf konzentriere. Ihr könnt mir gerne jetzt unter dieses Video auch Themen reinschreiben, über die ich reden soll. Irgendwelche Themen, die ich ansprechen soll. Irgendein großes Thema oder sowas. Oder ich versuche mir selber ein paar Sachen einfallen zu lassen. Aber ich werde ja auch wieder Frag den Rille-Peter bringen. So ist es ja nicht. Das wird auf jeden Fall kommen, Frag den Rille-Peter. Und die Sache ist halt nur, wann ich das bringen werde. Das ist halt die Frage. Ja, Freunde. Ich werde mal gucken. Aber ich kann auch hier bei Frag den Rille-Peter gerne auf Sachen eingehen. Ich habe voll vergessen, bei den Kämpfen hier haben wir ja auch die Möglichkeit. Ja, Bruder. Als ob Nakamura. Bruder. Hallo, renn doch rein. Guck mal, El Rille rennt wieder auf der Stelle. Guck mal, AJ Styles. Stuff, krieg erstmal Hammer. Boah, beide. Und jetzt Nakamura. Oder da hilft ja auch keine Yakuza, Alter. Stuff, in seinen Rücken rein. Stell mal vor, ihr würdet so einen Hammer. Guck mal auf seinen Hals. Guck mal auf seinen Hals, Leute. Guck mal, Bruder. Wie geil. Ich hab das auf seinen Hals geschmissen. Ich lach mich. Ey. Der kleine Pisser. Guck mal, ist jetzt Nakamura. Achtet auf Nakamura mit dem Hammer, bitte. Was macht er? Irgendein Fail wird jetzt passieren, bitte. Guck mal, Nakamura. Guck mal, der steht da auf mit dem Mama. Ja, Bruder. Ja. Ja, Bruder. Uff, kriegt er den auf die Fresse. So, AJ. Hast du Bock wieder auf den Hammer? Hier. Du bist Hammer. Wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer.
Stu. Auf jeden Fall für den nächsten Kampf werde ich gleich die Schwierigkeit mal auf legendär auch stellen. Oh, er hat gekontert. Er hat gekontert. Ja, Bruder, hier. Das ist noch ein Hammer. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt hat er uns am Sack. Ja, Bruder, er übertreibt. Guck mal, ey, Rillemann, wir haben noch dieses Feature aufzustehen. Hallo, tak, 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 tak. Steh doch auf, Mann. Was ist los mit dir? Ey. Also bisher haben alle noch voll viel Leben. Wir haben jetzt sogar noch einen dicken Finisher. Wer soll ihn kriegen? Ich glaube AJ Styles, weil er die ganze Zeit so eine große Fresse hat, oder? AJ Styles kriegt gleich den Finisher. Ich warte den perfekten Moment ab, Leute. Oh, aber Nakamura macht... Oh, boah, Junge, was ein Tritt! Das war ein richtiger Hadouken! Der war, macht der Hadouken hier. Was geht jetzt bei dem ab? Uff! Ja, hier, jetzt stehe ich aber auf. Und keiner rechnet, dass ich wiederkomme, aber... Ich bin wieder da! Und hau beiden auf die Fresse! Und jetzt... Ey! Jawohl, wir kontern, zack! Oh, wir haben Nakamura im roten Bereich im Ring gebracht. Was geht jetzt ab? Boah! Was ein Schlag, Junge, von AJ Styles. Bass wirft Styles aus dem Ring. One, two, three! Dieser Sieg dürfte sein endgültiger Durchbruch sein. Oh mein Gott, was ist das denn? Die ganze Japan-Tour ist ein Durchbruch. Er hat es sich verdient. Bass hat eine Lücke genutzt, um Nakamura zu pinnen. Ein Glück genutzt ist da ganz nett formuliert. Er hat AJ den Sieg gestohlen. Das von AJ in Japan, das will echt was heißen. Oha, offenbar. Wenn die zwei eine Allianz gebildet haben, könnte das wahnsinnige Auswirkungen haben. Oh mein Gott. Als ob. Ohne Zweifel. Nun, das war es von hier auch aus Dome in Japan. Danke für diejenigen, die von Ihnen, die früh aufgestanden sind, um live beim WWE Network dabei zu sein. Nun holen sie sich etwas Schlaf. Sayurana, alle miteinander. Lass das geturtelt, Brian. Aber guck mal, dieser Blick, der sagt schon irgendwie einiges, ne? So dieser Rückblick, der ist irgendwie neidisch, glaube ich, AJ Styles. Aber warum konnte man dieses Match nicht selber bestreiten? So, wisst ihr, also komplett zu Ende gewinnen. Aber ja, wir gucken einfach mal. Let's go. So, Freunde. El Rille ist mittlerweile wieder in seinem Van angekommen. Bruder, seit 3 Wochen liegen da dieselben Chipspackungen. Links liegen noch DVD-Kassetten bzw. VHS-Kassetten von gewissen Pornodarstellerinnen. Ich glaube es nicht, Alter. Wieso hat er das alles hier in seinem Van liegen? Die ganze Presse sieht das doch. Also El Rille ist mal wieder komplett auf Rille. So, Freunde, bevor ich es vergesse, damit ihr es seht hier, Schwierigkeiten legendär. Da bin ich dabei. Und wir haben auf jeden Fall 2 neue Nachrichten bekommen und wir sind mittlerweile bei Kapitel 8. Also Kapitel 7 haben wir jetzt abgeschlossen. Das heißt, jetzt erwarten uns nur noch 6-7 Kapitel maximal. Deshalb kann ich die Folge auch nicht so allzu lang halten. Und ich werde auch kein 1-Stunden-Special machen, Freunde. Es tut mir leid, die Karriere, die wird nicht so lang gehen. Ich möchte die wirklich genießen mit euch bis Weihnachten. Wir haben ja noch gerade November. Also es wird echt knapp. Ich hoffe, das schaffen wir. Deshalb nimmt es mir nicht übel, wenn die Folgen zwischen 20 bis 30 Minuten gehen werden, Freunde. Okay? Und ja, wir haben jetzt 2 neue Nachrichten auf jeden Fall. Oh, der Baron Blade hat sich gemeldet. Ich bin früh aufgestanden, um mir dein Match mit AJ und Nakamura aus Japan anzuschauen. Unglaublich. Die Zeiten sind im Moment hart. Ich kann mir kaum das Network leisten, aber das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ich bin stolz auf dich, Bass. Ja, der kommt jetzt wieder so ein bisschen angekrochen die ganze Zeit, der Baron Blade. Schickt uns SMS und Sprachnotizen. So, und Cole Quinn. Bass-san, es war so cool, gegen dich in Japan anzutreten. Hätte nie gedacht, dass sowas je passieren könnte, als wir damals noch auf irgendwelchen Highschool-Parkplätzen gewrestelt haben. Gute Heimreise in die Staaten. Ja, Mann. Also gegen Cole Quinn, das war letzte Folge, ein verdammt geiler Kampf, ey. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passieren wird zu SmackDown Live. Jetzt geht's wieder zurück, Alter. Jetzt haben wir die Japan-Reise hinter uns. Und jetzt SmackDown. Wir sind back. Die nächste Woche. Mal gucken, was uns erwarten wird, Leute. Jetzt bin ich mal echt gespannt. How are you feeling after that big trip? A little jet lag? Yeah, a little. I mean, can't complain, though. Look, I just wanted to say maybe I could have shown you a little bit more respect in the past. You obviously proved in Japan that you deserve it. Hey, danke. Don't worry about it. I know you got the whole rookie treatment when you first got to WWE too. I definitely did. Maybe I was just doing the same thing to you without even thinking about it. We're cool now though, right? Oh mein... Ich weiß auch nicht, warum John Cena jetzt, aber ich weiß, dass Bass mitmischen wird als nächstes bei SmackDown Live. Bruder, John Cena, auf einmal kommt da so ein Kühlschrank vorbei und guckt nur so. Was ist los, Bruder, ey? Alter. Bruder, John Cena, was? Bruder, habe ich was verpasst? El Rille gegen Aiden English?
Johnny English, aber es ist auf jeden Fall ein Hauptkampf, beziehungsweise ein Kampf, der für die Story wichtig ist. Und deshalb zeige ich euch den natürlich auch, ne? Let's go gegen Aiden English. Bruder, aber bei mir gibt's kein Englisch, bei mir gibt's nur durch, ne? Also nicht Medium, sondern durchgebraten wirst du von mir. Let's go. Ladies and Gentlemen, zum zweiten Mal sehen wir heute El Rilles neuen Einlauf mit dem Feuerwerk. Die Flammen kommen aus dem Boden. Guck mal jetzt, Leute. Jetzt da. Das Grüne, Alter. Das Grüne macht's aus. Damit alle denken, Hulk ist da, from Cologne, Germany. El Rille, Mann. So muss es sein, Freunde. Der Legend El Rille kommt hier in den Ring rein. Ich hoffe, ihr seid bereit für diesen Kampf gegen Aiden English. Let's go. So, Leute. Are you ready? Let's go. Spieler muss über Pinfall Submission gewinnen. Okay, das ist aber auch ein Kampf, der auf legendär ist, ne? Also auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Deshalb bin ich damals gespannt, was uns hier erwarten wird. Ob es wirklich so schwer sein wird. Ich merke schon, der Gegner fängt schon direkt krass an zu kontern. Wow, Alter, wir haben gekontert. Wir haben zurückgekontert, Freunde. Ja, was gibt's so in letzter Zeit zu erzählen? Also ich hatte ja am 11.11. Geburtstag gehabt. Mein Vater hatte jetzt am 20. November Geburtstag gehabt. Wir waren schön essen gewesen, Zeit mit der Familie verbracht. Meine Freundin ist ja jetzt wieder zurück in Berlin, beziehungsweise bei ihren Eltern in der Heimat. Und ja, ich werde ja nächstes Jahr mit ihr zusammenziehen. Vielleicht ist das auch gerade mal so ein interessantes Thema für das Video, dass ich ein bisschen erzähle über den Zusammenzug mit meiner Freundin. Also wir werden auf jeden Fall nach Düsseldorf ziehen, beziehungsweise ich werde in Düsseldorf bleiben. Aber meine Freundin, die kommt ja eigentlich ursprünglich aus Bayern, ne? Und ist nach Berlin gezogen für ein Jahr, um dort zu studieren. So, also für sie ist es nicht schlimm, von Berlin nach Düsseldorf zu ziehen. Nur natürlich, also ich bin ehrlich zu euch, Freunde, ich hätte es nicht über mein Herz bringen können, wenn meine Freundin sagt, ey, komm, nee, wir ziehen nach Bayern, sonst komme ich nicht. So, vor der Situation hatte ich echt Angst, weil sie hätte ja genauso sagen können, ja, ich will aber bei meinen Eltern bleiben, ich will meine Eltern in der Nähe haben und, weil, keine Ahnung, für mich ist es Familie so das Wichtigste und ich kann es einfach nicht, einfach meine Eltern höchstens einmal im Monat zu sehen, so, das geht irgendwie nicht so. Ich weiß es nicht. Also ich bin ein sehr familiengebundener Mensch, Freunde. Und ich will auch immer, dass es an erster Stelle meiner Familie gut geht. Und ich versuche meinen Eltern immer so viel wie möglich zurückzugeben. Wirklich, immer. Sei es Geschenke zum Geburtstag oder sei es, dass ich was zur Miete dazu gebe oder keine Ahnung. Ich habe denen ja vor ein paar Jahren auch so einen richtig geilen Fernseher gekauft. Und das mache ich gerne. Also das kommt vom Herzen, Freunde, wirklich. Und ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich hätte niemals mit meinem Azubi-Geld, was ich durch meine Ausbildung verdient hätte, meinen Eltern einfach mal so einen Fernseher kaufen können oder sonstiges, ne? Also das ist schon krass, Freunde. Und deshalb, merkt ihr, ich bin momentan echt krass am Durchziehen für euch. Und ja, ich habe natürlich auch meine Phasen gehabt hier, wo ich ein bisschen weniger Videos hochgeladen habe. Aber diese Phasen gibt es immer, Leute. Diese Phasen gibt es immer. Und ja, aber wenn auch mal, sage ich euch ganz ehrlich, wenn auch mal eine Woche oder so kein Video kommt, Leute, dann ist es halt so. Weil, ja, wenn ich mal eine Pause brauche, dann brauche ich auch mal eine Pause. Ich bin auch nur ein Mensch, keine Maschine. Und ja, genau. Ich wollte noch ein bisschen vom Umzug erzählen. Boah, ist mal ein dicken Signature, ey. Den machen wir ja mal easy platt, Leute, oder? Der hat keine Chance. Was wollte ich noch sagen, Freunde? Jetzt habe ich es gerade vergessen. Scheiße, war ein stehen geblieben. Genau, mit Umzug, da war ein stehen geblieben. Also wir werden Richtung Februar umziehen. Dann ungefähr. Das heißt, ich werde dann... Ich kann auch mal so ein bisschen auch von der Wohnung erzählen, aber es wird... Oh shit, Alter. Meint ihr, das reicht schon zum Pinfall? Das wäre schon lustig. Wenn er jetzt K.O. geht, das wäre schon echt schwach. Alter, ich würde schon sagen. Das ist ja wirklich auf Schwierigkeit legendär. Ihr habt es gesehen, ich habe es gemacht, Freunde. Ja, wir werden auf jeden Fall eine geile Wohnung haben. Und jeder wird auch sein eigenes Zimmer haben. Das ist für mich auch ganz wichtig gewesen, weil wenn ich meine Videos aufnehme, ich brauche Ruhe. Ich kann jetzt nicht mit einer anderen Person im Raum so jedes Mal meine Videos aufnehmen. Also, weil jeder wird sein Arbeitszimmer haben, ne? Meine Freundin streamt ja auch, macht auch Videos. Ihr könnt da mal gerne ihren Kanal auschecken oder ihren Twitch-Account. Der heißt Axis. Sie hat jetzt auch FIFA die Weekend League gespielt, Leute. Und das Video ist einfach so krass abgegangen bei ihr, Leute. Sie hat einfach 130.000 auf dem Weekend League Video von ihr, Alter. Überlegt euch das mal. Das ist krank für eine Frau. Sie spielt einfach Weekend League. So, das ist zu geil, Leute. Und genau, jeder wird sein eigenes Zimmer haben. Wir werden ein Wohnzimmer haben. Und, oh shit, ein Schlafzimmer werden wir auch haben. Und ja,
einen Balkon werden wir haben. Aber ich werde euch noch, auf jeden Fall zu dem Umzug werde ich euch alle mitnehmen, Leute. Ich werde euch alle, werde euch alles zeigen, wirklich von Anfang bis Ende, wie wir einkaufen gehen bei, keine Ahnung, wo Ikea, wie wir die Möbel aufbauen, wie die Wohnung vorher aussah, wie sie danach aussah. Und ich werde das vielleicht sogar das Gamingzimmer gemeinsam mit euch gestalten. So, das heißt, ihr könnt mir dann auch Sachen vorschlagen, die in das Gamingzimmer im Hintergrund rein sollen. Zum Beispiel sagt ihr, ey, oh shit, Alter, jetzt gerade macht der gute Ernst, der Typ, ne? Ihr könnt zum Beispiel sagen, ey, nee, wie wär's da mit dem Hintergrund? Pack das mal hier in den Hintergrund, mach dies mal, mach das mal. Das können wir gerne mal machen. Und es ist ja noch ein bisschen Zeit dahin. Ich genieße auf jeden Fall noch die letzten Monate hier bei meiner Familie zu Hause. Und ja, ich würde sagen, dadurch, dass der jetzt eh schon... Oh mein Gott, der kommt halt wieder, nein! Fuck, wir müssen jetzt aufpassen, dass es sonst keinen Finisher gibt, ne? Hallo, hallo? Fuck. Nicht, keinen geladenen Finisher, wir dürfen keinen... Ja, genau, das ist ja wichtig, dass wir entkommen. So, jetzt nehme ich den Hops. Guck mal, er kommt jetzt rein. Und direkt kriegt er eine Bombe. Das kann er nicht kontern. So. Und jetzt gibt es einen schönen Ecken-Signature. Und zwar den Superman-Punch. Alles weitere von der Wohnung, Leute, werde ich euch noch demnächst erzählen. Keine Sorge. Aber das ist schon mal so ein grober Einblick. Oh, shit. Boah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt ist er eigentlich schon K.O. Aber, Leute, ihr kennt El Rille. Er will immer wieder einen draufsetzen. Und deshalb gibt es jetzt nochmal den Finisher. Bruder, der ist mehr als tot, der Typ, ne? Also wenn er da rauskommt, Respekt. So, wir haben den ersten Kampf auf der schwersten Schwierigkeit legendär gewonnen. Was? Oh mein Gott, ich habe mich schon zu früh gefreut. Was? Der hat irgendwas eingesetzt, dass er rauskonnte, ne? Merkt ihr das? Irgendwas hat er eingesetzt und jetzt hat er noch sein... Ey, wenn ich das Spiel verliere, ne? Dann ist es der größte Fail aller Zeiten. Uff, das soll man halblang machen. Bist du bescheuert, oder? Alter! Nein. Fuck. Nein, zu früh. Warte. Nein. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, sein Finisher. El Rille. Judo-Rolle, schlagen. Er kommt dann wieder. Noch am Leben. Alter, was ist das denn mit dem Gegner hier? Nein. Heiliger! Oh mein Gott, wenn ich da jetzt nicht rausgekommen wäre, was ist denn hier los, Alter? Der Typ dreht auf einmal auf! Hat er mich gehört? Nein, Finisher. Aber wir kontern! Wir kontern! Doch kein Finisher. Bruder, ich glaube, der braucht nochmal einen Superman-Punch, oder? Was sagt ihr? Der braucht nochmal einen dicken Superman-Punch, oder? Aber so einen richtig schönen in die Fresse. So einen. Guck mal, genau den. Ah. Oh. So. Aber... Was? Hä? Bruder, ich glaube, der kann nicht mehr, der Gegner, ne? Der ist komplett am Arsch. Guck mal, sein Gesicht, der ist komplett rot. Wir haben den Gegner wirklich nicht durchgekocht, wir haben ihn vergewaltigt. Und nochmal auf die Fresse. Oh mein Gott, Bruder. Dein Steak wurde durchgebraten. Uff. Alter. Was haben wir mit dem angestellt? Junge. Das ist doch nicht mehr normal. Der Arme, tut mir richtig leid. Der Gewinner, El Rille. Jetzt kommt John Cena. Safe kommt John Cena jetzt. Guckt euch El Rilles Blick an. Der guckt gerade so, nein, das ist nicht gerade John Cena, der da steht. Nein, hä, was will John Cena? Jetzt können wir ahnen, warum John Cena heute Abend hier ist. Ich hab's gewusst. Uff, du Scheiße. Cena mag zwar kein Fan von Drama King sein, aber ich denke mal, er wollte einen genaueren Blick auf den heißesten Superstar von SmackDown Live, Buzz. Oh mein Gott, Alter, John Cena, Alter, das ist so eine Ehre gerade. Digga, El Rille und John Cena in einem Ring. Was wird er jetzt sagen? Oh mein Gott, bestimmt jetzt noch die originale John Cena Stimme. Hört mal jetzt hin, ob das die originale Stimme von John Cena ist. Ich bin echt gespannt. Weil er macht da Dickfettwelle, Alter. Guck mal, El Rille, Mann, der kommt gar nicht klar. Scheiße. Jetzt hört mal die Stimme, bitte. Take it easy, partner. I'm not out here for a fight. At least not yet. I'm here because I've heard all the buzz. You gotta see this guy who's blowing up on the indies. You gotta see this guy who invaded NXT and stuck it to Triple H. You gotta see this guy who won the US title and defended it in an open challenge week after week. Das war seine Idee. Von John Cena damals. Oh mein Gott. You gotta see this guy who went to Japan and beat Nakamura.
AJ Styles in the Dome of all places. Now, most people would get caught up in all that, but not me. You see, I've been around for a while, and so many times I've heard all the buzz, and then when it comes time for me to actually see what's behind the buzz, it doesn't measure up to the hype. So I'm out here tonight because I want to know, do you measure up, Buzz? Bruder, was der für ein Körper hat John Cena, ne? Guck ich mal Rilles Arme an. Cena muss beweisen, dass er noch mithalten kann. Will gegen Cena kämpfen, um zu beweisen, dass er was drauf hat. Boah, was antworten wir, Leute, Alter? Was antworten wir? Cena muss beweisen, dass er noch mithalten kann. Nee, das will gegen Cena kämpfen. Ja, Mann, ich will gegen John Cena kämpfen. Ohne Witz. Ich habe so Bock, gegen ihn zu kämpfen. Auf legendärer Schwierigkeit. Tschuh, hau mal rein. Aber ja, will gegen Cena kämpfen. Ja, Mann. Well, this might come across as arrogant, but I believe I measure up to every bit of the hype. No, that's good. You should be confident in yourself. But I also understand it's one of those need to experience it firsthand to believe it sort of things. So if you truly want to find out if I measure up, how about you and me go one-on-one at SummerSlam? After that, all your questions will be answered. Mal gucken, was jetzt drauf antwortet, John Cena. Ich bin gespannt. Let's do it. Abgemacht. Oh, shit. Oh, shit. Der Handschlag der Vergeltung. Oh, mein Gott. John Cena hat das Angebot angenommen. Also heißt es jetzt El Rille gegen John Cena. Ich fick mein Leben. Und ja, Freunde. Wie es weitergehen wird, übermorgen, am Montag, werdet ihr dann erfahren. Deshalb lasst schon mal jetzt einen Daumen nach oben da. Ich freue mich abnormal auf die nächste Folge. Es heißt, glaube ich, dann wirklich der Kampf gegen John Cena. Ich bin gespannt auf Schwierigkeit legendär gegen John Cena. Aiden English, das war ja kein richtiger Gegner, habt ihr gerade gesehen. Aber wenn da ein John Cena kommt, ich bin gespannt, was das werden wird, wie es abgehen wird. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr seid alle gehypt. Macht's gut, Freunde. Haut rein. Lasst ein Abo da und ciao.